schaffen wir heute den ersten Sieg in Mario Bros. 35. Ich probiere mich im normalen Modus und wir können einfach mal gucken. Ich bin heute gut gelaunt. Ich habe gerade Donkey Kong gespielt zum Warmspielen. Soll man eigentlich nicht machen, weil alle anderen Jump'n'Runs eine andere Steuerung haben. Und je nachdem kann man die Distanzen falsch einschätzen. Ich schätze sie immer zu kurz oder zu lang ein bei Mario Bros. Tatsächlich spielt oder springt der Mario von Mario Bros. Nicht so weit wie der von anderen, aber schlittert umso mehr. Da gibt es ja mal mehrere Interviews und so. Mal gucken, wer beim ersten Gegner stirbt. Es gibt immer einen. Spielen wir auf Konter. Oh wow, heute mal keiner? Krass. Also hier haben wir nur Pros in der Lobby. Oh mein Gott. So, erstmal ein bisschen Zeit farmen. Ich hätte gar nicht so gern so viele Münzen. Grund hierfür ist, dass Dingenskirchens, genau. Nee, sonst bekomme ich zu viele Gegner. Alter, gibt es so viele Leute, die Level 1 nicht schaffen. Es ist halt schon traurig. Es ist halt recht belastend. Wenn man von einem der ersten Spiele nicht mal das erste Level schafft. Ist mir auch schon mal passiert, ich weiß, aber so vielen? So vielen? Oh mein Gott. Dann sterben wir halt bei Level 2. Es kommt vom Schlechtreden. Als ob... Hey, ich wollte doch da oben hin... Es ist so lächerlich. Oh mein Gott. Wir lästern nie mehr über die Leute, die bei Level 1 sterben. Wir sind auch nicht besser. Wenn wir bei Level 2 sterben, dann uff. Uff. Einfach nur uff. Warte mal, wir starten mit der... Pass auf, wir starten mit dem Pilz. Weil ganz ehrlich, es ist beim normalen Kampf immer Welt 1-1, mit dem wir starten. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass es nicht ist. Und dann bekommen wir die Feuerblume eh geschenkt. Also es ist total unnötig, dass wir beim normalen Kampf die Feuerblume auswählen können. Da sind wir auf jeden Fall schon mal größer. Dann können wir uns ums Leben kümmern, ums... Okay, Nintendo Switch Online. Habe mal wieder mein Spielerlebnis erweitert. Ja, jetzt wird es mehr. Aber es ist langsamer. Als am Anfang. Also am Anfang ging es recht schnell. Jetzt wird es langsamer. Das heißt, das Spiel spielen halt nicht mehr so viele. So, zack. Und... Ja, come on. Hier die Zeit mitnehmen. Oh Gott, das kann doch nicht so schwer sein, hier einmal zu gewinnen. Ich stelle mich einfach nur dumm an. Man muss einfach ein bisschen mehr konzentriert sein. Und dann geht es schon. Alter, wie viel sterben da jetzt schon wieder? Oh Gott. Wow. Einfach wow. Aber ich habe recht viel Gegner. Ist gut. Ja, den nehmen wir auch noch mit. Komm. Aber ist halt so. Wunderbar. Oh Gott, was ist das? Einfach 10.000 Goombas.
Ja, wir haben genug Zeit. Also jetzt vom ersten Level her haben wir genug Zeit. Ja, und wir werden noch mehr Zeit bekommen. Ich meine, guckt es euch an. Es ist wunderbar. Zack! ...234 Sekunden. Welt 2 und unser Nemesis. Oh Gott. Ja, komm her. Alter, wie viele Gegner sind da? Und es kommt immer mehr. Es kommt einfach immer mehr. Es ist so schön. Das ist wunderschön. Dann können wir hier ganz langsam... Also gameplay-technisch musst du hier einfach langsam spielen. Wie weiß Gott was. Hier wenigstens Zeit. Er kriegt ein paar Gegner ab. Du musst dich nicht hetzen lassen. Vor allem nicht, wenn du so viel... Ich meine, guckt es euch an, wie viele Gegner das sind. Da muss man sich halt echt nicht hetzen lassen. Zack. Dann kommen instant die neuen. Also ich glaube, der Stress fängt erst an... Ah. Wenn... Dingenskirchens, ne? Wenn der Timer schneller runtergeht. Da ist Leben, das würde ich mir gerne holen. Ja, nee, egal. So. Sechs Sekunden auf einen Schlag. Wir können auf maximal 400. Also da haben wir noch genug Zeit. Wenn wir jetzt in Welt 1-1 gehen, ist eh... wir spielen hier auf Konter. Gehen zurück in Welt 1-1. Alle anderen sind blöd. Die Level 2-1 normal durchspielen, die sind einfach doof. No joke. Wieso sollte ich mir den Stress machen und eine Welt spielen, die nicht so einfach ist wie Welt 1-1? Aber es überleben recht viele aktuell. Ich glaube, weil recht viele in Welt 1-1 zurückgegangen sind. Oh Gott. So, zack, zack. Hier hat jemand eine Piranha-Pflanze besiegt. Oh Gott. Aber die kriegen wir leicht weg, und zwar nicht so. Machen wir halt den hier. Hallo? So, dann holen wir jetzt hier den Stern. Holen uns hier den Pilz. Jetzt können wir einfach durchspinnen. 400 Sekunden. Jetzt können wir hier ein bisschen warten, weil, ja. Wir haben ja die Zeit. Gleiches hier. Und jetzt haben wir den ersten Boss. Okay. In den Castles bin ich tatsächlich nicht so gut. Ich bin tot. Oh mein Gott! Deswegen spielt langsamer. Ich glaube, durch das langsame Spielen haben wir jetzt einfach 5 Plätze gewonnen oder so. Ich glaube, das ist so ein Tipp, den man so mitgeben kann. Neueste Bullenfeuerball. Danke. Danke für gar nichts. Wir brauchen jetzt einfach noch ein bisschen mehr Glück mit einer schlechteren Lobby und dann könnte das tatsächlich was werden. Nachher sind wir so der schlechteste Mario 35 Spieler. Spielen wir auf Konter? Ich glaube, auf Konter spielen ist gar nicht so schlecht. Ich mag es eigentlich sehr, auf Konter zu spielen, weil...
dann kriegt der Typ, der mir Zeug zuschickt, auch was ab. Und ich habe das Gefühl, ich bekomme dann mehr Gegner. Alter. So. Ich weine einfach. Oh mein Gott, das war ja so eine schlechte Performance. Wir sind einfach 27. Ich habe hier einfach ein paar Mal versprochen. Ich bin noch voll auf Donkey Kong eingestellt. Das ist... Ah. Ja, aber da haben wir auch schon über 50%, by the way. Das heißt, da haben wir noch circa 12 Parts, da sind wir da auch fertig. So als Info. Aber wie viele Parts haben wir noch bei Mario 35? Das ist die Frage. Also einen Wind würde ich schon gern holen. Meine höchste Platzierung ist 2. So, zack, zack. Gut. Ich glaube, wenn du da jeden Gegner mitnimmst, wirst du auch früher oder später belohnt. Ja, mal gucken. Jetzt können wir eh nicht mehr Zeit rausholen, außer wir besiegen dementsprechend viele. Wir haben gerade richtig wenig Gegner, kann es sein? Das ist schlecht. Ich habe keine Lust auf ein Timeout. Wunderbar. An das Ding hinten kommen wir jetzt gar nicht mehr dran. Warum wir da nie Schaden nehmen, weiß ich auch nicht. Weil theoretisch bewegt sich ja das Zeug. So. Extrem viele Leute sind jetzt in Welt 2-1. Ich glaube, jeder außer der eine dort. Der ist immer noch in Welt 1-1. Nee, die sind in einer anderen Welt. Die waren ein bisschen schneller. Aber ganz ehrlich, es bringt ihnen halt nichts, schneller zu sein. Das ist so ein bisschen psychologisch, was ich hier mache. Ich weiß, aber... Oder ein bisschen meine Theorie. Dass Geschwindigkeit halt in Mario 35 nichts bringt. Weil je mehr du vom Level machst, desto mehr Hindernisse musst du überwinden. Desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du drauf gehst. Ist ähnlich wie bei einem Arbeitsplatz. Du hast Risiken durch, keine Ahnung, durch Gefahrenzonen oder was weiß ich was. Oder durch gefährliche Stoffe, also bei einem chemischen Arbeitsplatz oder so. Oder durch Apparaturen, je nachdem, zum Beispiel Krähen oder sowas. Und je mehr du davon hast, desto höher ist das Risiko, dass was passiert. Keine Ahnung, so ein Ding könnte ja... Keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass das einen Elektrobrand gibt, irgendwie. So. Oh Gott! Ich brauche jetzt echt so langsam Zeit, sonst kommen wir echt in Probleme. Ich glaube, bei den letzten 5 Leuten wird die Zeit dann runtergesetzt, also jetzt geht's noch. Wir kommen jetzt zum Glück wieder mehr Gegner. Das heißt, wir können hier ein bisschen farmen. Dum, 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 dum. Wunderbar. Ich glaube, das sollte schon wieder reichen. Ah, auf 400 kommen wir nicht ganz. Aber ist trotzdem eine hohe Zahl, 262. Wir haben jetzt richtig viel Zeit gut gemacht in dem zweiten Durchlauf von Welt 1-1. Da geht noch was. So, was haben wir jetzt hier? Welt 1-3. Ja, das sind die ganzen Gegner, die jetzt einfach unnötig sterben, weil ich gehe jetzt sicher nicht das Risiko ein, hier irgendwie hochzuspringen oder so. Das Gute ist, bei Welt 1-3 kriegt man halt schon noch recht viel Münzen. Aber es ist halt übelst der Rotz zum Spielen. Ich weiß nicht, was sie da genommen haben.
So. Was haben wir jetzt hier noch? Oh. Wunderbar. Okay, dass ich da jetzt weitergekommen bin, ist auch ein... Ja, komm, raus hier, raus hier, raus hier. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Welt 1, 3? Nee, nee. Einfach nö. Okay, wir sind wieder bei Welt 1, 1. Wunderbar. Alter, das war jetzt aber auch knapp. Ich spiele mit ziemlich viel, wenig Münzen. Das muss ich mir vielleicht irgendwann abgewöhnen. Dass ich da ein bisschen mehr auf Münzen gehen sollte. Andererseits, es bringt halt echt nicht viel. Ganz ehrlich, lieber ich töte jetzt noch die paar Gegner. Und wenn es kritisch wird, setze ich halt die Münzen ein. Und dann geier ich halt nur auf einen Pilz. Weil alles andere lohnt sich halt plus minus nicht. Zack, zack, zack. Guck, wie viele Gegner wir hier haben. Das ist ein Traum. Jetzt können wir wieder durchsprinten. Ja, komm, wir spielen jetzt noch ein bisschen langsamer. Weil ich glaube, gleich kommt ein Castle. Und da habe ich ganz ehrlich keine Lust drauf. So, vielleicht. Das sieht richtig noobig aus, wenn man mir zuguckt, ich weiß, aber... Ich habe noch meine Probleme mit dem Casten, kann es sein? Oh mein Gott, renn, renn, Mario, renn! Ja! Weg mit dir! Oh Gott, Wasserlevel. Bisschen Zeit mitnehmen, wir haben ein bisschen Zeit verloren. Oh mein Gott. Da ist einfach ein Bowser. Oh Gott. Nein! Hä, wieso ist denn der da nicht hoch und dann ist er auf einmal so schnell hoch? Mann! Wie viel das sind wir heute? Heute nur 9. Ah. Oh, guck mal, den haben wir gekillt. Den haben wir gekillt. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Ich habe noch nie einen getötet. Also unser Dude hat den gekillt, krass. Ja gut, im nächsten Part probieren wir uns nochmal. Und ansonsten gibt es halt mal einen Stream. Uff. Wir haben ja noch Zeit. Ich würde gern den hier als Emote nehmen, warum auch immer. Der sieht gefährlich aus. Gucken wir uns noch kurz die Stats an. Gesamt-K.O., Rekord-K.O. einer. Ah, man sammelt da auch Münzen? Lol. Wusste ich gar nicht. Gegner besiegt. Ja. Eine ganze. Also Völkermord an Goombas ist da schon Pflicht. Gibt's eigentlich keine. Ach so, da gibt's alle Gegner. Das sind alle Gegner hier aus dem ersten Mario-Teil. Lol. Das ist richtig wenig. Rangliste. Ja, wir waren schon mal besser. Wir waren schon mal besser. Da kann man das sehen. So die Stats, aber das 28. ist schon traurig. Okay, ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Bug gefallen hat, lasst einen Daumen runter. Wenn nicht, lasst mir einen ganz kräftigen Schuh. Tschüss und bis nächste Woche.